Ja, Markus Sieben von Blind Guardian. Das wievielte Mal bist du eigentlich hier? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, 6., 7. Mal, schätzungsweise. Ich habe nicht wirklich gezählt, aber das könnte ungefähr hinkommen. Und ist es so eine Art Pflichttermin oder macht es dir auch noch Spaß? Es ist ein Mix aus beidem. Also ich bin früher, als ich die ersten Male hier war, war es immer das Interesse, Gitarren anchecken, Verstärker anchecken. Irgendwann ist der Pflichtaspekt dazugekommen. Als die Endorsement-Deals da waren, geht man natürlich hin zu seinen Endorsern, macht dann teilweise Showcases oder Autogrammstunden oder was auch immer. Also so ein Mix aus beidem. Ich informiere mich immer gern über neue Sachen und klapper dann halt die Leute ab, die ich seit Jahren kenne. Das ist so ein, wie gesagt, best of both worlds. Ja, okay. Und mittlerweile spielst du ja schon Gitarren im Wert von mehreren tausend Euro. Aber was war eigentlich so deine erste Gitarre? Wie sah die aus und wie teuer war die? Meine erste Gitarre habe ich sogar noch. Das war eine Yamaha Akustikgitarre, so klassische Konzertgitarre mit Nylonsaiten. Wie das Modell heißt, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Und teuer war die garantiert nicht. Ich würde sagen, damals 80 Mark, 100 Mark, irgend sowas. Aber da war ich, wie alt war ich da? 10 Jahre, 11 Jahre und habe damals halt Unterricht bekommen auf der Krefelder Musikschule und das war halt meine erste Gitarre. Und wie gesagt, ich habe sie nach wie vor. Ich spiele sie nicht mehr sehr oft, aber ist natürlich ein Erinnerungsstück. Von daher, die werde ich auch nie abgeben. Und mit Blind Guardian tourt ihr ja quasi durch die Welt. Worauf achtet ihr da beim Equipment? Also wie muss das beschaffen sein, dass es transportfähig und robust ist, aber trotzdem noch qualitativ hochwertig? Ja, das ist eine Gratwanderung, die du beschreitest. Bei Gitarren geht's noch. Also eine Gitarre muss live natürlich zuverlässig sein. Das heißt, die muss in Tune bleiben, darf keine Stimmungsprobleme haben, sollte nicht ständig ausfallen. Das tun meine Gitarren. Und beim Equipment ansonsten, gerade Verstärker, wird es halt irgendwann schwierig in dem Moment, wo du fliegst. Weil Fluggesellschaften gestehen dir die üblichen 20 bis, wenn du Glück hast, 23 Kilo Gepäck zu. Meine Gitarren sind schwerer. Und von daher, früher habe ich live meine Mesa Boogie Rectifier gespielt mit den Recto Caps. Die klingen hervorragend, wiegen aber Tonnen geschätzt. Und irgendwann bin ich halt live auf einen XFX bzw. zwei XFX umgestiegen, die mir im Prinzip den gleichen Sound liefern, aber nur einen Bruchteil wiegen. Das heißt, du kannst die bequem, ich kann im Prinzip mit einem Rack fliegen und kann jeden Gig der Welt spielen. Und ich habe, das ist ein weiterer Vorteil, ich habe jeden Tag exakt meinen Sound. Das heißt, das Ding ist digital, ich mache es an und es klingt jeden Tag exakt gleich. Das heißt, ich stelle einmal den Sound ein und brauche danach theoretisch nie wieder einen Soundcheck, sondern ich mache das Ding an und ich weiß, wie es klingt. Und diese Konsistenz jeden Abend ist was, was das Tourleben viel, viel leichter macht, weil auch unsere Soundcrew weiß logischerweise exakt, welcher Sound kommt und die braucht wirklich nur noch den Fader hochschieben und wir können theoretisch anfangen. Das heißt, gerade bei Festivals, wo du nicht immer einen Soundcheck machen kannst oder wenn du spät erst reinfliegst und hast keine Zeit mehr, ist das ein Riesenvorteil, weil du einfach besser klingst am Ende. Ja. Und wie wichtig ist so der Koffer und die Verpackung? Also ich hätte mal total Angst, dass sie mir das alles durch die Gegend schmeißen. Ist sehr wichtig. Also du brauchst auf Tour vernünftige Cases. Ansonsten musst du damit rechnen, dass Sachen beschädigt werden. Auch wieder speziell, wenn es ums Fliegen geht. Also ich habe schon gesehen, wir saßen im Bus und sollten halt vom Flieger zum Terminal gebracht werden und ich konnte sehen, wie die unser Reck, sie haben mein Reck genommen, oben aus dem Flieger, Höhe, weiß ich nicht, 3 Meter und einfach runter fallen lassen. Das ist dann der Moment, wo du gerne durch das Busfenster springen möchtest, um jemanden freundlich darauf hinzuweisen, dass da teures Zeug drin ist, aber du brauchst entsprechend gute Cases. Die Cases sehen also nach einer Woche auf Tour auch fürchterlich aus. Aber das ist ja ihr Job. Solange sie den Inhalt schützen, ist alles gut. Aber Cases sind enorm wichtig. Und noch zur neuen Blind Guardian Live-Platte. Kannst du uns den aktuellen Stand verraten? Wie sieht das aus? Sie ist fertig. Hey, ist gemixt, ist gemastert. Hansi hat mir gerade noch zum Gegenlesen die finalen Credits und alles geschickt. Das muss ich gleich noch machen. Und ich weiß nicht genau, wann sie exakt kommen soll, aber wir sind soweit durch. Also es war ein Akt auszusuchen, was wir im Endeffekt nehmen, weil wir
ich glaube, fast jede Show der letzten Tour aufgenommen haben. Das heißt, wir hatten einen riesen Pool an Songs zur Auswahl. Ich höre Blind Guardian. Und wir haben, glaube ich, die Platte jetzt so bestückt, dass sie die durchschnittliche Blind Guardian Show der letzten Tour gut repräsentiert. Und ich bin sicher, die Fans werden es lieben. Okay, wir freuen uns drauf. Danke. Bitte.